Hallo zusammen, hier ist der Morlo mit einer neuen Aufnahme vom FIFA 14 Ultimate Team. Und zu Beginn der Aufnahme seht ihr jetzt erstmal, wie ich mir noch ein kostenloses Promo Gold Pack abhole. Das gab's von EA geschenkt. Ja, zum Valentinstag war das jetzt. Es war aber nur ein ganz kleines Pack, da ist nicht viel drin gewesen. Bei mir war es jetzt ein Spieler, Fabianski von Arsenal, aber ja, nicht so der Knaller. Ein Vertrag, den nehme ich immer natürlich gerne mit. Spielerfitness ist auch sehr angenehm. Und für die Verletzung vom Fuß plus 5 Heilung. Ja, ist auch okay. Kann man sich mal abspeichern. Ja, danach bin ich direkt ins erste Spiel gesprungen. Der FC Azero war mein Gegner. Und das war natürlich ein Premier League Team mit Tingeltangel Bob in der Abwehr. Und ja, war doch ein ganz ansehnliches Team. Bewertung auf 84. Also da ist schon ordentlich was bei rumgekommen bei dem Spiel, bei dem Team. Und der hat ziemlich Druck gemacht. Also der stand wirklich immer sehr eng an meinen Spielern. Hatte hier auch schon einen schönen Pfostenschuss. Hat das ganze Spiel über eigentlich sofort immer den Ballführenden attackiert. Und ich bin zu wenig Chancen gekommen. Meine erste hier in der 27. Minute. Und da habe ich blöd einfach nur auf den Torwart gehalten. Das war ein bisschen ärgerlich, weil es doch eine gute Chance war. Habe hier den Ball nochmal gekriegt, ins lange Eck geschossen und der war einfach schwach. Also ja, echt ärgerlich. Und dann hat es hier bis in die zweite Halbzeit reingedauert, bis ich eine Ecke verwandeln konnte. Und nicht mit Mandzukic, sondern mit Martinez. Ja, auch der kann Kopfball anscheinend. Ja, dann steht es 1 zu 0. Ja, verdient oder nicht, ist schwer zu sagen. Das Spiel war mehr in meiner Hälfte, aber Chancen hatte er auch keine guten. Und dann seht ihr jetzt mal hier, ich hatte in der 72. Eckball und dann geht es beim Gegner ganz schnell. Leitet dann Konter ein hier über Nani auf Hazard raus. Und mit dem, ja, rennt er mir einfach davon, bringt die Flanke hier nach innen und Suarez ist da und macht ein wunderschönes Tor. Ja, war ärgerlich, weil ich halt eine Ecke hatte und werde dann so ausgekontert. Ja, aber war halt ein schönes Tor, muss man ihm lassen. Hat er auch dann ein bisschen länger laufen lassen, das Tor. War aber okay, hätte ich genauso gemacht. Ich lasse ja immer mindestens eine Wiederholung, damit ihr die Tore auch nochmal sehen könnt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihn das schon beim 1-0 genervt hat. Jetzt wird es aber richtig ärgerlich. In der 82. Minute ein Freistoß, weil ich ihn ja mit der Hand ein bisschen unten, ja, also abgedrängt habe. Und dann macht er halt das 2-1. Und ja, Vincent Kompany war das. War halt echt ärgerlich. Suarez diesmal als Vorbereiter, Kopfball, zack, Tor. Ja, und dann liege ich auf einmal hinten. Hier in der, dann habe ich gegen Ende nochmal richtig Gas gegeben, hatte viele, viele Chancen im Angriff. Unter anderem die hier, der Schuss war abgefälscht, es gab einen Eckball im Anschluss. Also ich habe ja sehr viel Druck gemacht. Ihr seht, jetzt kommt sogar der Ulreich mit vor. Ja, also volles Programm nach vorne in der 92. Ecke über Alaba. Martinez kriegt den Ball nicht, ich mache einen Nachschuss, der ist jämmerlich schlecht und dann geht es schon wieder ganz schnell und ich bin sowas von ausgekontert und dann macht er das mit Agüero natürlich ganz souverän. War schon fast schwer, den nicht mehr zu machen. 3-1, aber es war im Endeffekt auch egal. Das war, ob ich 2-1 verliere oder 3-1, ist ja völlig wurscht. Die Chance auf ein 2-2 war da und das war das Wichtige. Von daher war das okay, dass auch der Keeper quasi vorne war und dann wird man halt manchmal so ausgekontert. Passiert. Ja, das Spiel ist vorbei. Das heißt, dritte Niederlage in dieser Saison. Es läuft schon wieder nicht mehr so gut, aber es sind ja noch 5 Spiele. Also es ist ja noch alles drin. Es sind ja noch jede Menge Punkte zu holen. Und deswegen ging es hier gegen den FC Jimi Hendrix. Aber das war diesmal ein Team aus der italienischen Liga. Größtenteils. Unten haben wir einen Ausreißer aus der Premier League, aber ansonsten italienische Liga. Und der hat mich ehrlich gesagt ziemlich aufgeregt, der Gegner. Der hatte einen unheimlich
sicheres Passspiel und geht hier auch schon in der 20. 1-0 in Führung, ja, was schon mal erst recht zum Kotzen war. Aber ja, das größte Problem war eigentlich, dass er ein gutes Passspiel hatte und vor allen Dingen auch relativ langsam gespielt hat. Und ihr seht jetzt hier mal, ich hatte eigentlich eine Mega-Chance mit Mkhitaryan. Hier nochmal ein Seitfallzieher, der total daneben geht. Aber da hätte ich ausgleichen müssen, habe ich halt leider nicht gemacht. Und dann bringt einen sowas natürlich noch mehr zur Weißglut, ne? Wenn der dann hinten rum spielt. Und der hat es aber wirklich nicht zum Zeitspiel, als Zeitspiel gemacht, sondern einfach, ja, weil so seine Spielart war. Das hat man von Anfang an so gemerkt. Sehr langsam, viel hinten rum, sichere Bälle spielen, sichere Pässe. Und dann habe ich hier gerade einen schönen Seitfallzieher gehabt und jetzt die Ecke danach, Kopfball, Tor. Und wer ist es? Mario Mandzukic natürlich, der ist wieder zur Stelle. Mein Kopfballungeheuer, mein Horst Rubisch. War, ja, verdient. Wie gesagt, er hat viel den Ball hinten gehabt, aber nicht unbedingt mehr Chancen. Ja, und dann geht's hier, oh, Entschuldigung, geht's hier in der 84. weiter, Eckball. Und Kopfball, der Ulreich kann ihn gerade noch so abwehren. Zweiter Eckball direkt hinterher. Und dann kommt Ibrahimo El Shaarawy von hinten, zieht ab, schießt, ja, der schießt zu Okpongba. Also eigentlich schießt er aufs Tor, aber Okpongba kriegt den perfekt in den Fuß. Und dann steht es 2-1, das war total ärgerlich, ganz ehrlich, weil das Tor, das war so eine Zufallsproduktion irgendwie. Schaut euch das mal an. Da nimmt er den an, zieht ab und schießt ihn in den Fuß vom Stürmer. Das kann es halt wirklich nicht sein. Da war ich ziemlich wütend in dem Spiel, muss ich ehrlicherweise zugeben. Allein schon durch diese Art, wie er gespielt hat. Und dann durch dieses Tor. Und hier wäre ich fast wieder zurückgekommen auf ein 2-2, aber leider ist der nur an die Latte und wieder rausgehüpft und dann kommt so ein Schuss von Mandzukic. Knallerschuss, genau in die Hände vom Keeper. Ja, und dann bin ich schon in der Nachspielzeit hier, 92. Verzweifelte Angriffe von mir. Super Flanke, aber Kopfball geht zu nah an den Keeper. Und hier auch den Abpraller, der Jones zieht nochmal ab, der wird abgefälscht. Ja, kam einfach nicht viel bei rum. Also, nächstes Spiel, verloren, 2-1. Ibarbo heißt er, ne? Nicht Ibrabo, egal. Ja, auf jeden Fall 2-1 verloren. Wieder, ja, es war ärgerlich eigentlich, aber ja, sag mal, das Spiel von ihm war taktisch besser. Wenn man es dann so will, war es dann doch okay. Und dann hatte ich hier meinen dritten Gegner, endlich mal wieder einen, der von der Stärke her schwächer ist. Ein überwiegend brasilianisches Team, aufgefüllt mit ja, von der Chemie passenden Spielern. Und die waren hauptsächlich dann Bundesliga. Und ich war da eigentlich ganz zuversichtlich und ich muss auch sagen, ihr seht ja hier, das ist vom Anstoß direkt die erste Chance weg. Also ich habe schon richtig viel Druck gemacht. Dann die Flanke von Mkhitaryan. Erster Segel vorbei, Toni Kroos zieht ab und hier Tor 1-0. Nein, doch nicht, weil abseits. Pass auf, da liegt der Shaqiri auf dem Boden, als der Kroos schießt und er war gerade noch im Aufstehen. Tja, abseits. Ziemlich ärgerlich, aber ich habe super viel Druck gemacht. Da mit dem Scoop-Turn, der Perisic ganz locker mal am Gegner vorbei, flankt rein, Mandzukic. Ja, macht wieder so ein Lupferkopfball-Ding, diesmal war es keine Absicht. Aber leider geklärt vom Keeper. Dann hier nochmal ein Angriff über Shaqiri. Lässt die Leute stehen. Viel zu früh geschossen. Ja, viel zu früh. Und dann kläre ich hier sogar noch zum Abstoß. Das war echt ärgerlich. Dann im Gegenzug, der Gegner war eine riesige Chance und die kläre ich noch auf der Linie hier. Da wäre ich halt beinahe schon wieder 1-0 hinten gewesen, was dann echt ärgerlich gewesen wäre. Und das in der 30. Minute. Und danach habe ich weiter Druck gemacht. Hier Mkhitaryan bringt die Flanke rein in den Lauf von Jones. Der zieht ab, genau auf den Keeper. Auch, ja, echt schade. Das hätte ein schönes Tor werden können. Und hier habe ich nochmal ein bisschen Glück gehabt, weil der Gegner schlecht klärt. Zieh ab mit Mkhitaryan, knapp am Tor vorbei. Also es war schon wieder so zu spüren. Ich habe das Spiel ganz klar beherrscht, habe aber meine Chancen nicht reingemacht. Bis dann hier mal Mkhitaryan kam, zieht gut ab, an den Pfosten geklärt. Und von da an lief es dann besser. Meine Chancen wurden immer besser und Mandzukic hat es dann letztendlich auch gemacht, hier in der 44. Minute.
ja, Gegner schon wieder einen fatalen Fehler in der Abwehr, den konnte ich diesmal endlich ausnutzen. Und dann führe ich 1-0 und hier direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit kommt dann so ein Megapass beim Gegner. Lässt mich richtig blöd aussehen. Flanke, Kopfball, Tor, 1-1. Ja, da kann man echt ausrasten. Ich habe, ich weiß nicht, gefühlte 100 Schüsse auf sein Tor und er einen auf meins. Und es steht 1-1. Ja, dann habe ich hier noch einen kleinen Skill-Run gemacht, direkt nach dem Anstoß mit Mkhitaryan. Lass eigentlich total viele Leute stehen, aber die Flanke kommt leider nicht mehr so punktgenau auf den Mann. Und das wäre jetzt ein schöner Abschluss gewesen, da ein Tor zu machen. Sollte leider nicht sein. Mkhitaryan hat ein echt super Spiel gemacht, aber halt immer Pech gehabt im Abschluss eigentlich. Also es war echt irre, was ich mit dem geschossen habe. Ne? Hier mal mit Mandzukic auch wieder knapp am Tor vorbei. Es ging immer, der Ball ging immer knapp vorbei oder halt dem Torwart in die Arme. Hier nochmal Angriff über Mandzukic. Hätte ich vielleicht besser lupfen sollen. Tja, habe ich nicht gemacht. Pech. Schon wieder gehalten. Im Anschluss die Ecke dann aber. Alaba bringt sie rein. Zack. Torwart in die Arme. Da habe ich mal nicht so genau auf die Seite gezielt. Dann lieber in die Arme vom Torwart. Ja, und dann kommt natürlich im Gegenzug wieder sowas. Wenn man seine Chancen nicht nutzt, nutzt sie der Gegner. Bei einer Ecke ein bisschen Gewirr im 16er und er zieht von hinten Volley ab. Das war wieder ein richtig schönes Tor. Ja, solche will ich eigentlich immer ganz gerne machen. Hier Volley drauf. Wunderbar rein das Ding. Und auch das Spiel geht 2-1 verloren. Also 3 Spiele, 3 Niederlagen. Und nicht nur der Aufstieg ist in Gefahr, sondern langsam auch der Klassenerhalt. Und ich hoffe, in der nächsten Aufnahme läuft es besser. Aber jetzt passt nochmal auf die Statistiken zu dem Spiel. Das habe ich so dominiert, ehrlich, das hat mich richtig aufgeregt. Ihr seht es hier, 13-4 Torschüsse. Den Ballbesitz hatte ich auch klar dominiert. 2 Kämpfe, okay, ging ein bisschen an ihn. Aber echt irre, ne? Da kann man ausrasten. Tja, und jetzt habe ich 6 Punkte aus 7 Spielen. Das ist erbärmlich. Ja, und jetzt hoffe ich mal, in der nächsten Aufnahme wird es besser. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Morlum. Tschüss.